Hallo, ihr Lieben. Aus der Nachbarschaft wurde ich gefragt, ob ich nicht etwas in meinem Garten hätte, was helfen kann bei einer Blasenentzündung. Und da sind mir natürlich spontan ein paar Pflänzchen eingefallen. Die Holunderbeeren kann man wunderbar zu einem Holunderbeerensaft verarbeiten. Die sollte man nicht unbedingt roh essen, aber aufgekocht mit etwas Süßem, zum Beispiel Birkenzucker oder auch Rohrzucker und vielleicht etwas Zitrone, kann das ein richtig guter Saft werden. Und der hilft auch bei Blasen- und Nierenleiden. Und noch dazu hat der Holunderbeerensaft so viele Vitamine und stärkt uns richtig gut auch für den bevorstehenden Herbst. Auch Fenchelsamen können richtig gut helfen. Wir meinen jetzt nicht den Gemüsefenchel zum Essen, sondern tatsächlich den Gewürzfenchel. Mir ist es gelungen, den anzubauen und der ist jetzt auch in Blüte gegangen. Die blühen richtig schön und wenn da draus dann kleine Früchte, also die Samen entstanden sind, dann kann man die trocknen und als Fencheltee aufbewahren oder man hat einfach noch Fencheltee zu Hause. Die Goldrute darf natürlich nicht unerwähnt bleiben, wenn es um Nieren und oder Blasenleiden geht. Das hier ist die kanadische Goldrute. Ihr könnt die frisch oder getrocknet benutzen und einfach mit in die Teemischung tun. Da gibt's auch ein extra Video dazu und die kann sich die Nachbarin hier gerne frisch holen. Auch die Brennnessel sollten wir bei Problemen wie Blasenentzündung auf keinen Fall vernachlässigen. Die Brennnessel tut uns in vielen Fällen gut, aber auch bei Harnwegsinfektionen und so Schmerzen beim auf Toilette gehen, da kann die Brennnessel richtig gut mit in den Tee hinein. Sowohl die Brennnessel als auch die Goldrute werden dafür sorgen, dass man etwas häufiger auf Toilette muss als eh schon. Das ist aber auch gut so, viel zu trinken, 3-4 Tassen von so einem gemischten Tee aus Brennnessel und Goldrute. Ich denke, das findet man gerade auch überall in der freien Natur. Kann man sich da gönnen, möglichst viel trinken, in heißen Schlucken. Ja, und das auch mal über ein paar Tage hinweg, als Kur sozusagen. Was auch eine richtig gute Ergänzung in dieser Teemischung wäre, sind Birkenblätter. Also wenn ihr da eine Ecke habt, wo ihr euch frische Blättchen zupfen könnt, dann könnt ihr auch Birkenblätter mit in den Blasen- und Nierentee hineintun. Auch der Frauenmantel ist in dem Fall noch eine richtig gute Idee, wenn ihr den frisch pflücken könnt oder auch Frauenmanteltee da habt, dann kann der auch in die Kanne mit hinein. Wenn bei euch das Zinnkraut steht, der Ackerschachtelhalm und ihr den sicher bestimmen könnt, da gibt es nämlich auch giftige Verwechslungspartner, dann kann der auch benutzt werden bei Blasen- und Nierenleiden. Und noch ein kleines, unscheinbares Pflänzchen mit großer Heilwirkung, der Rosmarin. Das war die Heilpflanze des Jahres 2021. Der wirkt besonders gut bei Entzündungen, bei Harnwegsinfektionen und Harnwegserkrankungen. Und der lindert auch effektiv diesen brennenden Schmerz. Deswegen werde ich meiner Nachbarin einfach noch ein paar Stängel vom Rosmarin hier mit abschneiden. Den kann man auch richtig gut selber vermehren, wenn man so einen großen Stock hat. Kann man den ganz sachte teilen, die Wurzel teilen und somit die Pflanze. Und den dann an verschiedenen Stellen wieder verpflanzen, sodass der sich da wieder ausbreiten kann. Ich werde jetzt gleich mal so eine Teekanne vorbereiten und auch ein Schlückchen mittrinken. Denn auch wenn man gerade nicht leidet, schmeckt der gut. Bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Lasst euch euren Wildkräutertee schmecken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!